Aufstiegskampf in der Oberliga Nord und mitten darin am 26. Spieltag ist Tennis Borussia Berlin, die freitagsabends bei Hertha 03 Zehlendorf gastieren. Während für den Gastgeber die Saison gelaufen ist, hat der Tabellenzweite TB mit einem Auswärtssieg die Chance, gleichzuziehen mit Tabellenführer Lichtenberg, der dann erst Samstag spielt. Im Fokus bei TB stehen die beiden Allstars Benjamina und Rockenbach da Silva, die erheblichen Anteil am Erfolg ihrer Mannschaft haben. Das Derby beginnt mit einem Freistoß für die im Blau von rechts nach links spielende Hertha. Der Ball kommt hoch in den Strafraum. Gagpeter steht völlig frei und das ist die frühe Führung für den Gastgeber. Zehlendorf erwischt den perfekten Start in diese Partie und nutzt direkt die erste Torchance zum 1:0. Ephraim Gagpeter steht da allerdings auch komplett ungedeckt und muss nur noch einnicken. Für seinen Jubel erhält er zudem eine sehr gute B-Note. Die Gäste schütteln sich einmal gründlich durch und sind dann schnell wieder zurück im Spiel. Rockenbach da Silva wird auf der linken Seite geschickt, setzt sich stark im Strafraum durch und findet am langen Pfosten Kerem Bülbül. Das muss das 1:1 sein. Da ärgert sich der 24-jährige gebürtige Berliner zurecht, denn nach der tollen Vorarbeit muss er den Ball eigentlich nur noch im Tor unterbringen. Der Tabellenzweite bleibt jetzt offensiv präsent. Ein langer Abstoß landet punktgenau bei Rockenbach da Silva. Der setzt sich mit einem starken Antritt gegen Klecher durch und findet in der Mitte Karim Benjamina. TB nutzt die zweite große Chance im Spiel und gleicht rund eine Viertelstunde nach der Hertana-Führung durch den 37-jährigen Deutsch-Algerier aus. Dieses Tor ist eine Co-Produktion der beiden Allstars da Silva und Benjamina, mit denen die Hertha-Defensive bislang noch nicht zurechtkommt. Doch Zehlendorf ist hier keineswegs abgemeldet. Im Gegenteil, nach einem missglückten Rettungsversuch startet Klecher von links in den Strafraum, findet in der Mitte Marc Zellner. Der dreht sich schnell um seinen Gegenspieler und bringt die Hertha wieder in Führung. 6 Minuten vor der Pause wieder der Schock für TB. Aber dieses Tor wäre absolut verhinderbar gewesen. Es ist eine Fehlerkette, die beim Rettungsversuch beginnt, sich beim passiven Zweikampfverhalten der Abwehr fortsetzt und bei Torwart Aktas endet, der beim Schuss von Zellner nicht die allerbeste Figur macht. Tennis Borussia versucht danach noch möglichst vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Konrad hat auf rechts sehr viel Platz, flankt in die Mitte. Benjamina mit dem Kopf, klasse gehalten von Hertha, Keeper Sprint und dann ist die Chance vorbei. Der anschließende Eckball bringt nichts mehr ein, mit einem knappen Rückstand geht TB in die Kabine. Und nach dem Seitenwechsel kommt dann erst einmal wieder der Gastgeber. Gagpeters versuchter Steilpass kann noch geklärt werden. Dann startet Hopprich ab durch die Mitte und sieht den startenden Nellison. Was für eine Riesenchance für die Hertha, ihre Führung auszubauen. Im Gegenzug probiert es wieder TB, die hier ja unbedingt einen Sieg brauchen. Langer Pass in die Spitze, schön verlängert von der Silva auf Timo Schmunk. Und das ist wieder der Ausgleich. 2:2 nach genau einer Stunde. Zuerst vergibt die Hertha die große Möglichkeit auf das 3:1. Und dann erzielt TB auch noch den Ausgleich. Ist das bitter für den Gastgeber. Es lässt sich nicht ganz auflösen, ob Rockenbach da Silva den Ball noch berührt. Es wäre seine zweite Torvorlage in diesem Spiel. Der Tabellenzweite hat jetzt Oberwasser und will das Spiel komplett drehen. Der weite Schlag landet bei Schmunk. Der liegt ab für Rockenbach, da Silva! Was für ein Wahnsinnstor des 34-jährigen Brasilianers! Thiago Rockenbach da Silva an jedem der 3 TB-Tore direkt beteiligt und mit einem Geniestreich gelingt ihm das 3:2 für TB. Und dieses Traumtor beschert den Gästen die 3 so wichtigen Punkte, die sie im Aufstiegskampf benötigt haben. Die rund 600 Zuschauer seien ein rassiges Derby mit vielen Strafraumszenen und einem überragenden Rockenbach da Silva. Zehlendorf dagegen verspielt eine zweimalige Führung und steht am Ende sogar mit komplett leeren Händen da. Dennoch boten sie TB ordentlich Paroli. Die Stimmen zum Spiel. Ja, also zunächst mal ist die Enttäuschung natürlich groß, dass man hier nicht zu Hause behalten hat, dass kein Punkt hier geblieben ist. Trotzdem, wenn man dann vielleicht das ein bisschen hat sacken lassen, muss man sagen, dass die Mannschaft sich ja heute sehr gut präsentiert hat.
Nachdem wir jetzt ein schlechtes Auswärtsspiel gezeigt haben, haben wir, denke ich, heute auch für die Zuschauer ein Spiel gezeigt, was sehr interessant war, was viel Tempo hatte. Und wir haben gegen eine sicherlich sehr, sehr gute Fußballmannschaft bis zum Ende alles versucht, hatten ja auch nochmal in der Schlussphase durchaus eine Möglichkeit, vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen, wenn ich an die Chance von Johannes Manske denke, der hier heute seine ersten 10 Oberliga-Minuten gemacht hat. Also bei aller Enttäuschung muss man sagen, dass ich der Mannschaft im Grunde keinen großen Vorwurf machen kann. Hat alles versucht und steht jetzt mit leeren Händen da. Die werden sicherlich enttäuscht sein, die Jungs. Und ich glaube aber, es wird nicht so schwer sein, sie auszurichten, wenn man gesehen hat, wie sie sich heute hier verkauft haben. Viele reden ja immer über Derbys und ich denke, das ist tatsächlich ein Derby. Tennis Borussia gegen Hertha Zehlendorf. Da ist immer Prestige, auch in der Jugend. Also dementsprechend wussten wir, was uns hier heute erwartet. Auch wenn wir wussten, dass ein Huke nicht spielen kann oder ein Ruana gelb gesperrt ist. Also wir wussten ganz genau, egal wer hier heute aufläuft, hier wird der Rasen brennen. Ja, man hat es ja gesehen, also für Zehlendorf geht es um gar nichts mehr und in der 92. schicken sie den Keeper noch mit nach vorne, weil sie unbedingt noch den Ausgleich erzielen wollen. Das ist dann immer schön zu sehen, wie dann doch andere Mannschaften versuchen, uns weh zu tun. Aber davon lebt der Sport, daher freuen wir uns darüber auch, wenn wir dann am Ende trotzdem die 3 Punkte haben. Die haben wir, das war die Zielstellung für heute, ganz klar. Aber ich muss wieder ein Kompliment der Mannschaft machen, weil sie zweimal nach dem 0-1 und nach dem 1-2 zurückgekommen sind, obwohl wir natürlich für mich ein klar besseres Spiel gemacht haben. Ja, wir waren klar spielbestimmt, wir haben Chancen ohne Ende. Philipp Sprint hat da, weiß ich nicht, 400-500-prozentige rausgeholt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich sag mal, wenn alles normal läuft, gehen wir vielleicht in die Halbzeitpause schon mit einem 4-2 oder sowas. Dann wird es vielleicht hinten raus nicht so spannend, aber nichtsdestotrotz war ich natürlich bis zum Ende angespannt, weil so ein Spiel muss man dann auch über 90 Minuten erstmal noch nach Hause bringen. Schiedsrichter hat da auch nicht seinen allerbesten Tag, hat ziemlich viele Sachen irgendwie laufen lassen, dann wieder doch nicht, also keine klare Linie. Dann 1-2 Mal abseits gewunken, wo ich fast eine Wette eingehen würde, dass kein Abseits war. Aber gut, da fragt in 3 Tagen keiner mehr. Wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Da sind wir heilfroh und jetzt können wir uns in Ruhe auf Altlüdersdorf vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.